So, das Set steht bereit. Eine neue Folge Fan das Sammler Magazin steht in den Startlöchern und wir können jetzt beginnen. Kommt mit. Let's play hide and seek in the dark. Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise. Und heute mit einer besonderen Ausgabe. Es geht heute um diese vier Funko Pops. Come on, come on. Ja, das Thema Funko Pop. Gut, ich bin nicht so der große Funko Pop Fan, weil ich finde, die meisten Funko Pops finde ich persönlich nicht so gut dargestellt. Aber es gab vier Funko Pops, die ich entdeckt habe, die ich eigentlich doch richtig genial fand und es würdig auch noch dazu gefunden habe, sie mitzunehmen und euch vorzustellen. Da haben wir hier vier. Einmal Pennywise, ja, passend zum Filmstart von S2 ist hier die Figur vom letzten Jahr, Nummer 472. Dann haben wir natürlich, ich als großer American Horror Story Fan, musste die Cortez, ja, alias Lady Gaga, musste natürlich auch mitgenommen werden. Dazu kommen wir natürlich zu einer ganz umstrittenen Figur, wie ich finde. Damit habe ich viele Dislikes bei YouTube erreicht, ja, weil ich hier über Lady Diana in Zusammenhang mit Funko Pops gesprochen habe und es einige Fans nicht so witzig fanden, ja. Und natürlich He-Man, ja. He-Man bzw. Battle Armor He-Man, Figur 562. Die möchte ich euch alle vier ganz kurz vorstellen und dann beginnen wir jetzt. Come on, come on. So, wir fangen jetzt hier an mit Pennywise, dem bösen Clown aus dem Film It, beziehungsweise im Deutschen S. Ja, wie ich hier finde, ist schon die Verpackung gut gelungen. Ja, bekommt man eigentlich schon richtig Angst. Ja, packen wir mal kurz aus. Unboxing. Ja, höre ich schon viele Rufen im Hintergrund. Pennywise ist nicht der Original Pennywise aus dem 1990er Film S, sondern natürlich aus dem S-Film aus dem Jahr 2017. So, hier steht nun Pennywise. Wie man so sieht, sein Gesichtsausdruck sehr bekannt. Ja, bekommen wir richtig Angst. Ich finde persönlich auch sehr gut dargestellt. Man sieht hier auch, man muss ganz nah rangucken, hier sieht er hier dieses kleine Papierschiffchen, ja, das Papierschiffchen, dieses in den Abfluss gefallen ist. Und der kleine Junge, ja, steht vor dem Gulli und Pennywise guckt aus dem Gulli heraus und zieht den armen Jungen anschließend in dieses Wasserverlies und tötet es. Ja, tolle Figur. Richtig schön detailliert. Im Gegensatz zu den Funko Pops von 2010, weil da hat ja Funko Pop angefangen, diese Figuren zu vertreiben. Und Funko Pop, ja, hat ja so viele Lizenzen bei so vielen und ganz verschiedenen Anbietern, von Mattel angefangen bis hin zu diversen Filmfirmen, Spielzeugherstellern. Man muss sagen, es ist echt ein großer Franchise-Unternehmer, der wirklich jede Rechte sich einheimst und daraus Funko Pops macht. Es gibt auch viele Funko Pops von den Schlümpfen, von den Fraggles, von den Muppets, von den Masters of the Universe, American Horror Story, Walking Dead. Also so viel ist schon eigentlich auch bewundernswert und atemberaubend. Jo, die Figur Pennywise. Wie gefällt euch Pennywise? Könnt ihr auch gerne mal ja in die Kommentarleiste hineinposten. Come on, come on. Wir kommen nun zu Lady Gaga. Ja, in der Rolle der Cortez aus der Serie American Horror Story Hotel. So, sieht man, auch ein sehr schöner Karton. Guck mal hier, total toll. Sieht ihr hier, auf der Rückseite gibt es noch einige von American Horror Story Hotel. Aber die Cortez fand ich richtig gut, ja.
Fand ich persönlich von Lady Gaga, obwohl ich, bevor die Staffel gestartet ist damals, habe ich gesagt, oh Gott, sie wird Nachfolgerin von Jessica Lange und das kann ja nichts werden. Doch, sie hat es uns überzeugt, die Fans, weil sie hat auch, ich glaube, den Emmy dafür bekommen, für ihre Rolle in dieser Serie. So, hier steht sie nun. Die Lady Gaga, alias die Cortez. Richtig, auch richtig geil, musste ich sofort haben, wie sie natürlich in der Serie ist. Man sieht ja explizit hier, seht ihr, am Mundwinkel Blut. Seht ihr das? Ja. So. Die Rolle war damals gewesen bei dieser Serie, dass sie ein Vampir ist, also nicht so Vampir, wie man sich so vorstellt, sondern ein Vampir aus den 30ern. Sie wohnte in einem Hotel und sie hat zusammen mit ihrem Freund Leute getötet. Ja, Leute, die im Hotel eingesteckt haben, hat sie getötet. Und ja, sie hatte einen Finger, und zwar hier, diesen silbernen Handschuh, war ein Finger mit einem spitzen Messer und damit hat sie die Kehlen durchgeschnitten. Kann ich euch schon mal empfehlen, falls ihr mal eine gute Serie haben möchtet, kauft euch mal die American Horror Story Hotel. Ja, auch da hat Funko Pop sich wieder richtig ins Zeug gelegt. Ihre High Heels sieht man ja, ihr Abendkleid mit einem Schlitz. Ingrid Steger lässt grüßen. Natürlich ihre wallende blonden Haare. Ja, das macht auch Funko Pop aus, dass grundsätzlich alle Figuren, die sie rausbringen, alle einen großen Kopf haben. Damit kam ich am Anfang gar nicht zurecht. Gerade bei meiner Lieblingsserie Masters of the Universe, daraus stellen wir gleich übrigens gleich mal Battle Armor He-Man vor, habe ich damit meine Berührungsängste gehabt. Und ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt von den Funko Pops, aber ich muss sagen, die vier, die ich jetzt habe, die waren schon gut für mich und waren so Sachen, wo ich sage, ja, das kann ich mir zu Hause hinstellen. Wie die Cortez. Come on. Es wird jetzt royal. Hier kommt Lady Diana. Ja, damit hatte ich ein bisschen Probleme, diese zu kaufen, weil ich es eigentlich ein bisschen makaber fand, dass Lady Diana ja damit richtig von Funko Pop vermarktet worden ist. Weil viele wissen ja, die Princess of Wales wurde ja 1997 von den Paparazzis durch einen französischen Autobahntunnel gehetzt, sodass sie ja tödlich verunglückt ist. Ja, da hatte ich ein bisschen Berührungsängste, fand es ein bisschen makaber. Aber naja, ich habe sie mir geholt. Wenn man an der Seite guckt, sehr schön aufgemacht. Hier auf dieser Rückkarte, seht ihr, da gibt es noch verschiedene Royals zu kaufen. Obwohl immer noch witzig finde ich hier irgendwo noch Prinz Charles. Guck mal, Moment, da, Prinz Charles. Seine Ohren wurden gar nicht so betont, wie er es im wirklichen Leben hat. Naja, gut. Wir wollen sie auch diese mal auspacken. Aber wie gesagt, in dieses Video, was ich damals gezeigt habe, hat viele Dislikes bekommen. Ich weiß gar nicht, warum. So, ich werde mich aber trotzdem dafür entschuldigen, falls ich da Funko-Pop-Sammler angegriffen habe. Das möchte ich mal euch sagen. So, hier steht sie. Princess, ja, die Princess of Wales, Diana. Richtig, ja, richtig royal steht sie da. Wie findet ihr diese Figur? Findet ihr, dass man solche Figuren von Verstorbenen, die sogar noch tödlich verunglückt sind, kann man sie so vermarkten mit zum Beispiel zu einer Funko Pop? Geht es, ja oder nein? Schreibt mir in die Kommentarleiste hier rein und diskutiert fleißig miteinander, aber immer höflich bleiben, ganz wichtig. Schön ist auch hier dieses Krönchen von ihr, ne? Dieses silberne Krönchen. Es war eine sehr hübsche Frau, finde ich, und eine sehr soziale Frau. Sie hat sich sehr, sehr, sehr für die Bevölkerung eingesetzt, von Obdachlosen angefangen bis hin, was weiß ich. Und ihre Söhne führen dieses Lebenswerk fort, weil die sind auch mehr oder minder Royals, die auch in der Mitte des Bürgertums stehen und auch viele Charity-Sachen wahrnehmen und auch veranstalten. Come on. So, und nun kommen wir zu meinem Liebling.
Battle Armor He-Man aus der Reihe Masters of the Universe. Ja, den musste ich eigentlich auch haben, weil ich ihn sehr günstig bekommen habe damals im Internet. Und da ich sowieso Battle Armor He-Man geil finde aus der Reihe, musste ich ihn natürlich haben. Von der Reihe gibt es natürlich einige Funko Pops, wie man so sieht. Ja, und dieser, ja, finde ich persönlich, sticht richtig hervor. Es ist mit dieser Zauberrüstung. Ja, er hatte die Original-Action-Figur hatte eine Zauberrüstung. Man konnte in 3 Stufen seine Zauberrüstung zerstören, aber auch wieder instand setzen. Auch diese packen wir natürlich aus. So, Moment. Wirklich, wie gesagt, faszinierend, was Funko Pop so an Lizenzen hält, an verschiedenen Firmen, ja, die von Filmen, die rausgebracht werden, von Spielzeug und wie gesagt auch von Royals. So, hier ist er nun. He-Man hat natürlich, hier kommt sein Potschnitt echt zur Geltung hier. Und auch mit dem großen Kopf, mit den großen Kulleraugen. Das macht halt Funko aus. Wie seid ihr eigentlich zu Funko Pops gekommen? Könnt ihr auch mal reinposten, ja? Und warum findet ihr Funko Pop Figuren so interessant? Und was sind eure Lieblingsstücke? Ihr könnt immer bei mir fleißig posten auf YouTube unter bumo.tv. Da ist mein Channel, da findet ihr noch ganz weitere exquisite Fan das Summer Magazin Folge plus andere Produktionen. Oder ihr geht einfach bei Facebook unter Fan das Sammler Magazin und könnt da vielleicht mal Fotos von euren Sammlungen reinposten und eure Kommentare mitteilen. Auch hier diese Funko Pop, natürlich seine Streitaxt und natürlich sein Schutzschild. He-Man, Battle Armor He-Man. Ja, es gibt auch noch Orko. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mehr holen soll von den Masters. Ich bin ein bisschen unsicher. Aber Orko wäre vielleicht auch noch so ein Ziel, den ich gerne mal haben möchte. Falls ihr zu Hause einen Orko überhaupt von Funko Pop, nur her damit. Ich nehme alles gerne entgegen. Come on, come on. Also, was ich mir vielleicht noch zulegen werde, ist, wie gesagt, den Orko von den Masters of the Universe. Oder auch, was ich geil fand, ist von den Fraggles, Red. Ja, kann ich mal kurz einblenden. Diese Figur, falls ihr auch diese habt, nur her damit. Ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr könnt sie mir gerne schenken. Aber vielleicht hole ich sie mir auch. Finde ich richtig toll. Also ich bin sowieso ein Fraggles und Muppets-Fan. Ihr wisst es ja. Die habe ich letztes Mal im Laden gesehen und habe gesagt, soll ich sie mitnehmen? Ja, nein. Und dann habe ich lange überlegt und dann bin ich wieder zurück, bin ich weggegangen, kam zurück, dann war sie weg. So ist das Leben. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ich hoffe, euch hat diese kleine Funko-Pop-Exkursion, mit meinen 4 Figuren gefallen. Und wir sehen uns auch nächste Woche Freitag wieder ab Punkt 15 Uhr wieder auf YouTube und auf Facebook. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Come on, come on.